Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Gran Turismo Sport, schnelles Geld verdienen mit Missionen. Ja, und zwar müsst ihr da einfach auf Missionen draufklicken. Ja, ihr habt hier verschiedene Missionen, verschiedene Stufen. Ja, vom Prinzip könnt ihr jede Stufe, jede Mission wiederholen und ihr bekommt immer wieder Preisgeld. Ja, aber ihr wollt ja in kürzester Zeit viel Geld verdienen für die teuren Fahrzeuge. Deshalb empfehle ich euch hier die Missionsstufe 7. Ja, das ist im Prinzip hier bei der 7 so ähnlich wie bei der Streckenerfahrung. Man fährt immer einzelne Abschnitte und bekommt dann ein Bonus dafür. Also sozusagen das Preisgeld. Ja, fangen wir an mit Nummer 1. Ja, hier sind vorgeschrieben 1,24 für Gold. Ja, wenn ihr schafft, auf jeden Fall unter der Zeit zu bleiben, dann bekommt ihr hier ein großes, hohes Preisgeld innerhalb kürzester Zeit. Ja, ich zeige euch natürlich noch mehrere Missionen, verschiedene Varianten mit verschiedenen Zeiten. Ja, 1,24 ist jetzt, naja, anderthalb Minuten fast, ja. Da gibt es noch Streckenabschnitte, die sind deutlich weniger. Ja, und dann kann man in kürzester Zeit natürlich dadurch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ja, und das Coole ist hier bei Missionsstufe 7, ja, das ist auch eine Garagenfahrzeugveranstaltung. Also ihr könnt euch jedes Fahrzeug, was ihr in der Garage habt, aussuchen. Ja, Voraussetzung ist Gruppe 3. Ja, also nur Gruppe 3 Fahrzeuge könnt ihr hier, aber egal welches Fahrzeug ihr habt in der Garage, könnt ihr für dieses Rennen auswählen. Anders ist es zum Beispiel bei den Streckenerfahrungen. Ja, egal welche Strecke ihr da habt, wenn ihr da auch, sag ich mal, jetzt Nürburgring fährt, dann habt ihr immer vorgeschriebene Fahrzeuge. Ihr könnt euch nicht selbstständig irgendein Fahrzeug in der Garage aussuchen. Ja, aber hier ist Garageveranstaltung, man kann es aussuchen und ich habe mich für den Mercedes-Benz AMG GT3 entschieden. Ja, und hier haben wir schon 18.000 innerhalb kürzester Zeit. Fangen wir mal an mit dem nächsten. Ja, hier anderthalb Minuten ungefähr. Da steht ja immer schön das, was man braucht für Gold. Ja, und das Coole ist, wie gesagt, ihr könnt es so oft fahren, wie ihr nur möchtet. Vielleicht habt ihr ja irgendeinen Streckenabschnitt, den ihr am besten findet, den ihr besonders gut fahren könnt. Ja, wo ihr auf jeden Fall ganz genau wisst, hier schaffe ich immer Gold. Ja, dann könnt ihr den 10, 20, 30 Mal hintereinander fahren. Ja, so oft wie ihr möchtet. Ihr bekommt immer wieder das Preisgeld. Ja, das sind keine kompletten Rennen, sondern einfach nur so ein kleiner Abschnitt und schon bekommt man das Preisgeld. Also auf jeden Fall eine gute Art, um sehr, sehr schnell richtig viel Geld hier bei Gran Turismo Sport zu gewinnen. Ja, und da vorne sind wir auch schon fast durch die Ziellinie. Ja, ein bisschen müssen wir noch fahren. So. Ja, und nicht verwundern, sag ich mal, von den anderen Fahrzeugen. Es geht hier nicht um irgendeinen Platz. Erster, zweiter, dritter. Ja, darum geht es gar nicht. Ja, sondern die vorgeschriebene Zeit müsst ihr schaffen, die da immer angezeigt wird für den jeweiligen Streckenabschnitt. Jo, und da haben wir die Ziellinie. Und dann kommt schon das Preisgeld. Ja, neuer Rekord, wieder geschafft. Davor hatten wir auch schon einen neuen Rekord. 18.200. Jo, kommen wir mit Meister des Nürburgring Nummer 3. Hier ist die Zeit schon etwas weniger als bei den beiden Rennen davor. Ja, hier ist für Gold schon mal angesetzt 1 Minute 13 Sekunden. Ja, das ist hier ein kürzerer Streckenabschnitt mit weniger Zeit. Ja, oder könnte auch ein bisschen länger sein, das Stück, aber man fährt hier halt deutlich schneller. Ja, das Wichtigste ist ja immer die Zeit, die da angezeigt wird. Auf jeden Fall kann man hier schon deutlich schneller
sage ich mal, wenn man das öfter hintereinander fährt, dann kann man ja da immer mehrere Rennen machen. Ja, und auch umso weniger die Zeit, umso mehr Rennen schafft man ja natürlich in einer Stunde, völlig klar. Ja, 1 Minute 13, auf jeden Fall nicht viel. Da bin ich ja mal gespannt, wie viel Preisgeld es da denn jetzt gleich gibt. Ja, ist ja nun wirklich nicht viel. Ja, circa 1 Minute. Ja, so, da vorne haben wir schon die Ziellinie. Und wieder neuen Rekord. Ja, läuft doch. Sehr gut. Okay, 18.500. Ja, das versuchen wir mal noch zu knacken. Auf jeden Fall ein bisschen mehr wäre gut, so an die 20.000 rankommen. Oder über 20. Ja, das kommt noch. Also auf jeden Fall dranbleiben. Die Gewinne werden immer höher. Ja, und auch die Zeit so. Ja, guck mal hier, 1 Minute 9 haben wir schon auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen weniger. Ja, ihr müsst natürlich, wie gesagt, gucken, welcher Streckenabschnitt liegt euch am besten. Ja, am Ende von dem Video würde ich euch nochmal kurz sagen, was so, sag ich mal, das Beste ist, das Einfachste und das Beste und das Schnellste. Also wo man wirklich kürzeste Zeit einfach und sehr, sehr viel Geld gewinnt. Ja, das kommt am Ende. Ja, das werde ich euch dann nochmal präsentieren. Also vom Prinzip könnt ihr dann immer, das sind zwei Favoriten, ja, und die könnt ihr am besten dann immer wieder wiederholen und dann könnt ihr richtig, richtig viel Geld machen. So, und da haben wir wieder einen neuen Rekord. Super, und jetzt gibt es hier das Preisgeld. 19.000, liebe Leute. Naja, das kann sich doch schon mal sehen lassen. Kommen wir zum Meister des Nürburgring Rennen. Nummer 5. Ja, hier auch ein bisschen über Minute. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht habt ihr ja, sag ich mal, ein anderes Lieblingsfahrzeug der Gruppe 3. Dann könnt ihr das auf jeden Fall hier benutzen. Ja, also, aber nur Gruppe 3, ja, mit den Tomahawk. Das geht nicht. Ja, das ist ein Gruppe X-Fahrzeug, mit denen könnt ihr hier nicht umknallen. Mit den X-VGT. Ja, mit diesen schnellsten. Also mit dem geht es auf jeden Fall nicht. Aber auf jeden Fall Gruppe 3 Fahrzeuge, da gibt es wirklich eine riesen Auswahl. Hier bei Gran Turismo Sport viele, viele Fahrzeuge habe ich auf meinem YouTube-Kanal auch schon mal präsentiert. Ja, könnt ihr mal in meiner Playlist reinschauen. Präsentation von Fahrzeugen der Gruppe 3 und nicht nur Gruppe 3, von allen Klassen, die es gibt bei Gran Turismo Sport. Ja, und vieles, vieles mehr natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal. Da vorne haben wir schon die Ziellinie. Da sind wir schon durch und haben wieder hier einen neuen Rekord. Und dann kommt hier das Preisgeld, 19.500. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Geht weiter mit Meister des Nürburgring, Rennen Nummer 6, liebe Leute. Ja, und wenn ihr Interesse habt an weitere Geldtricks, wie ihr schnell und einfach sehr, sehr viel Geld gewinnen könnt hier bei Gran Turismo Sport, dann schaut doch mal in meiner Playlisten rein unter Geldtricks. Ja, ist alles schön sortiert. Einfach da auf Geldtricks draufklicken. Ja, dann werden euch sehr, sehr viele Videos euch angezeigt. Ja, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Gibt es viele verschiedene Videos, verschiedene Methoden, wie man viel Geld gewinnen kann. Ja, mit Fahrzeug-Handicap-Bonus zum Beispiel auch und ersten Platz und mit fehlerfrei und nicht fehlerfrei. Ja, also viele, viele Varianten, fehlerfrei-Bonus und alles Mögliche, wo man noch ein bisschen mehr rausholen kann an Kohle. Ja, wirklich sehr, sehr viele Sachen und auch Fahrschule, Mission, Streckenerfahrung, GT-Liga. Alles komplett ist hier mit dabei auf meinem YouTube-Kanal. Einfach mal reinschauen bei den Playlisten. Ja, wenn ein neues Update rauskommt, wird jetzt erstmal bei Gran Turismo Sport nicht mehr der Fall sein. Aber halt, wenn immer Updates rausgekommen ist, habe ich da mal Videos hochgeladen. 20.000, liebe Leute! Na, das kann sich doch schon mal richtig sehen lassen. Also,
Auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommt hier so ein Favorit. Den davor würde ich auch schon als Favoriten einstufen. Ja, also sagen wir mal schon drei Favoriten. Den davor, Renne Nummer 6. Jetzt Renne Nummer 7. Auch auf jeden Fall ein Favorit. Weil hier, schaut mal, 57 Sekunden. Ja, also versucht mal unter 57 Sekunden hier diesen Streckenabschnitt abzuschließen. Das unter eine Minute. Ja, also kann man unter einer Minute schon richtig viel Geld gewinnen hier bei Gran Turismo Sport. Ja, wenn man so normal Rennen fahren würde, dann hat man nicht, sag ich mal, in unter einer Minute so viel Preisgeld, wie man das einfach hier bei der Mission bekommen kann. Und wenn man die immer wieder wiederholt, natürlich kann man da richtig viel Kohle verdienen. Und auch wieder ein neuer Rekord hier, liebe Leute. So, dann kommt jetzt das Preisgeld. 22.000 unter einer Minute. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Coole Sache. Kommen wir zu Meister des Nürburgring. Rennen Nummer 8. Ja, hier ist die Zeit ein bisschen über einer Minute. Ja, auf jeden Fall kommt hier aber sozusagen der letzte Streckenabschnitt vom Nürburgring, von der Nordschleife. Ja, hier nochmal um die Kurve herum. Jetzt kommt die lange Gerade. Ja, könnt ihr richtig schön durchbrettern, richtig schön Vollgas geben, ja, durchbeschleunigen. Und versucht mal hier immer schön in den Windschatten rein, dann kommt ihr auch ein bisschen schneller voran, ja, also immer schön versuchen, Windschatten. So, und dann haben wir hier noch zwei Fahrzeuge vor uns, die werden wir jetzt hier noch überholen. So, an den einen noch hier ein bisschen Windschatten mitgenommen und zack, vorbei. Jetzt geht es hier runter, super hervorragend, diese Strecke. Ja, und mit diesem Fahrzeug, also auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen, den Mercedes-Benz AMG GT3. Super Fahrzeug, der Klasse 3 fährt sich wirklich hervorragend. Mein Lieblingsfahrzeug hier in Gran Turismo Sport. Und jetzt haben wir auch schon wieder einen neuen Rekord hier erreicht, liebe Leute. Und dann schauen wir uns mal das Preisgeld an. 24.000. Ja, liebe Leute, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also ich würde auf jeden Fall die letzten beiden Rennen, sage ich mal, mit 22 und 24, oder die letzten drei, sagen wir mal, die letzten drei würde ich als Favorit einstufen, wo es sehr, sehr schnell geht für die Kohle. Jo, liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Jo, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo Sport.